Hallihallo Leute, willkommen zurück zu Jimmy Hallo, Jane. hallo, Mit dem Gemetzel dieser Untoten. bin die Gemetzel von die Im Shit, Untotenbezirk. Bei irgendwie Straßenghulbrüster. Na, der muss weg. So. Warum muss der weg? Was hat er dir getan? Er hielt die Gegner wahrscheinlich. Ja gut, das ist nicht so geil. Mein Monster, den hat das aus zerlegt. Die Gegner hauen anscheinend mächtig rein. Ja. Die Gegner hauen rein in das fette Schwein. Du weißt schon, dass ich das bin. Ja. So. Es hat sich halt gereimt und ist mir eingefallen. Das ist der typische Standardreim, ne? Ja. So. Ich kann nicht. Oh, die hielten sich ja alle gegenseitig. Okay, einer weniger, das ist sehr gut. Noch nicht. Oh, fies, fies. Richtig gemein. Weg da! Oh, du bist dann letzter. Dann einer dahinter ist noch einer. Ja, ist mir jetzt wurscht. Komm mal nach vor, Junge. Ich will nicht so viel twittern. Oh, Trank. Ach, da ist ja noch einer gleich. Noch zwei. Ha! Da ist noch einer. Sag mal, habt ihr das dann bald? Bin gleich wieder Level up. So, das war's aber jetzt. Fast Level up wieder. Schön. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Gut, da waren wir noch nicht fertig auf der Ebene hier. Und zwar gehen wir mal da rein. Henry und Elenas Haus. Das ist unser nächstes Ziel. Schon alles einladend aus den Häusern, ne? Wie schon. Aus dem Weg verschwindet von hier. Absolut. Die Toten sind unter uns. Ah, wirklich, stell dir vor. Selina. Wir müssen weg, sofort. Göttliche, hilf uns. Ich kann sie schon hören. Ich kann sie schon riechen und sehen. Schnapp sie dir. Wo ist sie dir? Autsch. Ach, das war eine Feuerpfeile. Puh. Fies. So, gib mir ein Level up gleich, bitte. Richtige Trote. Level up. Level up, 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 up. Ach, wir flüchten will! Mach die Tür zu, du kommst hier nicht rein. Dieses Gift bringt mich um. Alter, ich hab gesagt, mach die Tür zu. Ja, Wahnsinn. Was da abgeht schon wieder. Muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Fertig, Summer's dann? Danke. So, was haben wir hier? Oh, 105. Nice. Da muss ich schauen, ob der besser ist. Das könnte tatsächlich sein, ehrlich gesagt, aber ich bin mir nicht sicher. Oh, Elenas Halskette. Die werden wir noch brauchen anscheinend. Die wollte sie... Ja, vielleicht braucht sie die noch. Schauen wir mal. Aha, unbeugsamer Wille. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Na gut, Leute. Wir haben mal ein Level Up erwirtschaftet. Wir machen mal... Zack, zack. Einmal Intelligenz. Ah, machen wir noch einmal. So. Perfekt. Und dann teilen wir mal unsere Pünktchen auf. Ich würde sagen, Waffe Schied machen wir mal auf 13. Das ist sehr gut. Was haben wir hier? Das ist schon fertig. Heilung ist. Oh, muss ich auch erhöhen? Heilung muss ich ja, erhöhen. Musst du nicht, aber. Ja, oh ja. Heilung, Waffe Schild brauche ich.
Dann mache ich. Und Feuerwand brauche ich auch. Okay. Passt. Dann machen wir das gleich, bevor wir wieder vergessen. So. Ding, 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 ding. Ding, der Ling, der Ling, ding, 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 der Ling, der Ling, ding, 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 der Ling, der Ling, ding, 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 der Ling, der Ling, ding. Passt schon, danke. Bitte, hab ich sehr gerne gemacht. Bist du wie eine Schallplatte, die einen Hänger hat, ne? Irgendwann einmal. Nur, hör ich öfter. Ei. Wo? Ich kann kein Schild mehr erhöhen, oder was? Oder ist das weiter oben? Nein. Ich sehe kein Schild mehr. Traurig, oder? Soll ich die Weisheit... Achso, soll ich einmal auf Weisheit leveln? Wegen der Erfahrungspunkte? Könntest du auch machen, ja. So. Nice, ich kann Schild und Schwert nicht mehr erhöhen. Okay. Trottel. Hä, warum Trottel? Sag mal... Was ist mit dir? Das finde ich jetzt bald nicht mehr witzig, aber ja. Es triggert ihn. Ja, ich trigger auch gleich den Ausschaltknopf. So. Ich finde es nicht witzig, aber bitte. Ein bisschen lustig ist es schon. Nein. Doch, und das werden die Zuschauer auch so sehen. Für dich, für mich nicht. So. Für den Zuschauer auch, glaub mir. Mhm. Glaube ich. Weißt du noch, der Aufnahmepart, der Aufnahme, also derjenige, der aufnimmt, derjenige, der streamt, sind immer die Angekackten. So, weil sie nämlich verarscht werden. Mach mal 8% Erfahrung mehr? Hm, zeigt sich das aus? Mach doch einfach. Wenn, ja. Wenn du mehr Erfahrung möchtest, dann ja. Schauen wir mal, ja. Probieren wir es. Also 6 Erfahrung eigentlich, nur 6%. Momentan. Ah, warte, 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 da war was. Ja, natürlich. Natürlich. So. Jetzt beginnt er schon wieder damit. Sag mal, fällt das Kommentar dir nichts anderes ein gerade? Das ist irgendwie traurig. Irgendwie fühle ich mich traurig. Nein. Ach, gar nicht wahr. Was redest du? Warum kann ich da nicht rein? Weil du sein doof. Das ist nur so das Tor, oder was? Was Spaß? Eventuell, wäre nicht das erste Mal in dem Spiel. Seht ihr dann im nächsten DLC! Oh, Scherz. So, Gegner wieder da? Wo sind die Gegner? 150 Meter, schalalala. Okay, keine Gegner. Nö, nicht für dich, nicht für oh, jetzt. Oh, das sind Gegner. Shit. Ja, ja, hau dir nur. Alter, Alter. Noch nicht. So, mach mal die viel, mach die platt. Oh. Mache kaputt. Weg da mit dem hier. Weg da mit dem hier. Was kriegen wir hier? Gold, schön. Nice. So, irgendwo mache kaputt. Irgendwie gibt es sicher noch ein Schalterchen hier. Das ist gut möglich. Da ist eine verstärkte Truhe, okay. Ach, da ist der Schlüssel dazu. Das ist auch nett. Ja, danke. Eine versteckte Truhe. Du könntest es wagen, ja mei. Ja mei, ja mei. Da geht's auch noch weiter, okay. Ja mei, der Joko legt ein dickes Ei. Schade, lalala. Hoffen wir mal nicht, dass es so dick ist, ne? So. Was haben wir denn hier drinnen? Quarles Haus. Alles Schlechte. Wow. Das wäre Spukgestalt. Bam, 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 bam. Übrigens, ich habe deinen Schlüssel, Caracalla. Ja, das stimmt. Was Schmerz bedeutet. Das ist der Wahrheit. Sie werden wissen, was Schmerz bedeutet. Zeig dir den Schmerz an dieser Kiste hier. Ah, du rennst mir mit? Ah, du fliegst mit? Okay. Sind wir jetzt ins Spukhaus oder was?
Vielleicht. Zünd mal die Kerzen an. Oh! Ernsthaft? Okay, Pfeil nach rechts. Da komme ich wohl nicht rein. Was? Machen wir später, gut. Hier ruht ein weiterer gefallener Champion. Ja? Dafür werden sie bezahlen. Diese Verachtung. Ja, dann mach die Tür auf. Werden bluten. Gut, dann nicht. Dann gehen wir dem Frauenschrei nach. Bis Gott. Die Tür geht nicht auf. Lässt sich nicht bewegen. Okay, mache ich schon wieder was falsch. Wie kommst du noch? Ah, warte, hier. Hier ruht ein weiterer gefallener Champion. Kann ich da durchbrechen irgendwie? Dafür ah ja. Ah, okay. Verstehe. Gut. Das ist jetzt so wie ein Mystery House. Ja, quasi. Ist Gott. Was haben wir hier Schönes? Okay. Was haben wir hier? Ah, Schlüssel zum Esszimmer. Notiz. Da höre ich Herzschlagen. Herzschlagen? Ja. So. Geht da die Wand auch auf irgendwie? Ich höre wirklich hier Herzschlagen. Richtig arg. So, Notiz. Wo ist die Notiz? Aber das haben wir ja auch noch nicht gelesen, bitte, Leute. So. Für die Käseliebhaber da draußen. Die Käseliebhaber. So. Brief. Geheimer Brief. Was war das noch einmal? Achso, der Dante Junior, genau. Da ist sie. Der Tod lauert im Dunkeln, das Licht ist Leben. Licht ist Leben. Ja, das, deswegen auch die Kerze, ne? Die hat dir viel gebracht, ja, ne? Wunderbar war das. Richtig gut. Mhm. Bin beeindruckt von das haben sie sehr gut gemacht. Herr Choco, haben sie sehr gut gemacht. Kingdom Hearts. Nein. Oh je, meine. Alter, das macht Mikire, diese Gegend. Das ist schlimm, das ist ja härger als ein Horrorspiel. Gerade. Und das ist Peter, der zu den Besten unter meinem Kommando gehörte. Echt, findest du? Verdammt, ich verfluche die Verabscheuungswürdigen, ja, die das getan haben. Ein bisschen, gerade. So. Die Kerzen haben ihr Leben ausgeraucht und das steht jetzt noch mir bevor, mir wieder göttlich in meine Seele beschützt. Okay. So. Mag so hohe Atmosphäre überhaupt nicht, nein. Ich hasse die Gegend. Das ist aber gar nicht gut, wenn du die Gegend hast, wenn ich das mal so sagen darf. Wieso? Naja, du wirst wahrscheinlich das letzte Mal da sein. Ah. Das ganze Krähen, das ist halt so von der Atmosphäre. Naja, aber hier ist es extrem was draußen gerade, das meine ich. Oh ja. Oh ja. Das ist ja richtig so ein Horror-Schinkenhaus. Das ist. Horror-Schinkenhaus, alles klar. Ganz, was sieht, in Schatten und Dunkelheit. Okay. Bald seht ihr mich, bald seht ihr mich nicht. Blut, Blut. Den Tod seht ihr nicht, aber ihr spürt ihn. Ich muss die Kerzen anzünden auf alle Fälle. Hat's geheißen. Verdammt nochmal. Ich kann nicht sehen, was mich trifft. Die Kerzen. Ja, ich auch. Wir brauchen Feuer, um diese Monster sehen zu können. Bin schon dabei. Bin schon dabei, Junge. Vier müssten es sein.
Theoretisch. Die Decke. Ja, die Decke wahrscheinlich. So. Machen wir mal das hier. Na, aber die ziehen ordentlich ab auch. Die ziehen schon ein bisschen ab, stimmt. Ah, okay. Mehr Licht. Und zwar schnell. Aber die ziehen mir eh kaum was ab, wenn die Kerze nicht brennt. Ja, wenn sie brennt. Machen wir gleich Feuerwand dazu. Okay, schon wieder. Und haben wir meine Heilung raus währenddessen? Nein! Und die Kerze noch und dann geht's weiter. Ja, dann hast du sie hoffentlich gleich. Das hat bestimmt wehgetan. Na, es geht sie noch nicht aus. Nee, wahrscheinlich nicht. Nee. Wurscht, macht nix. Aber mit dem nächsten sollte sie es eigentlich ausgehen. Ich habe auch die Kerze in einer blöden Reihenfolge angezündet, also wirklich. Ja, irgendwie schon. Ja, das habe ich ja nicht wissen können, woher auch. Nee, nee. Bald anlacken. So. Puh. Bei den Göttern, wir haben sie vernichtet. Weil wir gut waren. Vielen Dank, Drachenritter. Mein Streben nach Rache ist vorüber. Und die Halle der Seelen ruft. Möge euch das Glück stets Glück kann ich brauchen, sein. Danke. Wow, nice. Oh, Fertigkeitspunkt. Alter, da wird mir wieder zugeschissen damit. So. Oh, Achterkopf schlecht. So, ich glaube, wir nehmen das Gold. So. Vielen Dank. Hopp. Was hast du hier noch? Gold, sehr schön. Der verschwindet. Der Teleporter bringt mich wohin? Wahrscheinlich. Nehme ich da gar. So. Okay, dann schauen wir mal rein. Teleport Action. Ah. Oh, okay. Was haben wir hier? Oh. Ja, Lebensregeneration. Aber da habe ich Besseres, glaube ich, gerade. Ja, hast du auch. So, was haben wir hier? Oh. Der ist gut, der ist echt gut. Den muss ich mal anschauen. Die Tür geht nicht auf. Ah, das ist die Tür, was man vorher nicht reinkommt. Okay. Dann retour. Plop. Dafür war auch dieser Karabelle-Schlüssel da, oder? Ja. Okay, dann haben wir das auch erklärt. So, wo ist der? Ich hab 80. Ja, ist besser, ja. Weil das Kritische ist weg, die Lebensregeneration ist da, Mana und Ding. Bus ihn einfach raus. Go, go! Wow, nice. Okay. Schön. So, jetzt fehlt nur noch ein Rätsel hier. Und zwar das mit dem roten Pfeil, oder? Hat's mit dem nichts auf sich? Ich glaube da... Warte, welcher nochmal? Was war da? Da war der Thronraum drin, ne? Ja. Die Tür geht genau. Nicht auf. Ja. Warte, ich zeig dir gleich. Dort, wo der erste Champion lag. Hier. Weil die Wand zeigt nach rechts. Da muss ja was sein. Ah, das. Doch, das hat dort mit dem hat's was auf sich. Weißt du was? Gerade nicht mehr aus dem Kopf. Ich könnte einen Schalter vermuten, irgendwo in der Nähe, dass die Wand aufgeht oder so. Bin mal schon mal, weil... Es wäre komisch, dass hier nichts ist. Hast du noch eine Kerze irgendwo in dem Raum? Nein, es brennt nur der eine. Okay. Hm. Das sind nur Spinnweben.
Ich sehe auch nicht, dass da irgendwo ein Schalter wäre jetzt. Siehst du draußen irgendwo noch Pfeile im Raum, in dem Nein, es Gebäude? war nur die eine Wand, die ich dann aufgemacht habe, ne? Hier, das war das hier. Dann weiß ich es gerade wirklich nicht. Okay, na dann lassen wir es. So, gehen wir dabei raus. Gegnerchen, seid ihr da? Seid ihr wieder da? Ich höre aber was. Ja, da ist auch was. Das gefällt mir, wenn die immer wieder kommen, ne? Das hat was. Das glaube ich so. Ach, in anderen Spielen wird es sich killen, aber hier ist das okay. Was? Ich level gerne. Egal welches Spiel. Wenn in Resident Evil die Gegner wiedergekommen wären, hättest du das Spiel aufgehört. Ja, dann level ich ja auch nicht, ne? Nur mal so zu meiner Verteidigung, ne? Ja, jetzt redet er sich so raus. Nein, ich hab gesagt, leveln tue ich gern. Wenn in Resident Evil gelevelt hättest, hättest du es auch nicht gemacht. Sicher. Ist ja kein Horror-Game, oder? Nein. Ho, ho, ho. Witzig, spritzig, tralalala. So, was haben wir denn hier für eine verkümmerte Bude? Ja, der Roman, der ist Wild, da. Wildweidenhaus-Anstalt, oh je. Aber ich Nicht glaube, geil. davon war schon mal die Rede. Da bist du genau richtig. Das befürchte ich leider auch. Das ist so. Das Game ist gerade wirklich creepy mit Melodie und alles. Oh Gott. Du bist Drinne. auch creepy. Tür zum Vorraum. Das ist doch. Creepy. Du störst die Stimmung gerade. Muss ich sagen. Irgendwie. Na, ich höre die Sounds ja nicht. Ach so, ich dachte, du hörst sie. Über die Berge, kommen Sie herbei! Was? Die Schreie sind mir ständig im Ohr! Die Schreie. Und dennoch lasse Die ich mich Schreie. durch die Finger gleiten! Was ist das? Ich konnte es ja nicht. Stimmen Versuchsprotokoll. Oh je. unglaublich zähe Stimmen. Ah, da kann ich sogar rein. Okay. Wow, hätte ich auf der Seite machen können. Gut. Da geht's weiter auf alle Fälle. Warte, ist ja noch ein kleiner Miniraum. Mit einer Notiz. Eine Notize. Notiz des Doktors. Notize, hallo. So. Lesen wir mal. Wir hatten unser nekromantisches Experiment mehr Erfolg, als wir uns erhoffen konnten. Aber die Untoten, die sich über diese ganze Stadt ausgebreitet haben, üben mittlerweile einen so großen Einfluss auf den Kristall aus, dass dieser fast schon zu stark geworden ist, um ihn sinnvoll einsetzen zu können. Wir sollten uns vor unerwünschten Folgen vorsehen. Okay. Das Versuchsprotokoll. Nach 49 könnt ihr lesen. Oh, Lord Lycan. Das Leben wiedergeben. Schön. Gefällt mir nicht gerade. So. Weg hier, ich bin der Kistenzerstörer, ich kenne die Klapse. Ja, stimmt. Drachenritter Teil 1. Ribbel und den Wenn du da Reine. nicht hingehörst, dann weiß ich auch nicht. Ah, da kriegst du die ganzen Bücher zusammen. Nice. Yep. Können wir das auch? Ja. Veredelung. Gegenstand für meine Sammlung. Was? Veredelung haben wir aber noch nicht gelesen. Nö. Zieht auch Bezaubern darauf ab, die Anzahl gegen zu verringern. Okay. Gut. Links vor rechts. Ja. Okay, ich brauche einen zweiten, der mir hilft mit dem Schalter. Schalter Zelda Logikrätsel. Und mein Monsterchen ist es nicht, das mir hilft. Nee. So. Gut, dann bleibt eh nur noch der Weg hier. Selbst wenn es irgendwie in irgendeiner Art darauf stehen würde, würde es nicht funktionieren. Da hinten ist was komisch rötliches. Aha, zum Vorratsraum. Ah, Notiz des Doktors wieder. Doktorus Maximus. Was hat denn der gute... Boah, mein Gewicht, ich sollte den Part dann einmal... ausmustern.
Zum Medizinschrank im Vorratsraum versteht, damit die Ghouls sich nicht in die gesamte Anstalt ausbreiten. Ich bin zu gehört, dass sie nicht bis zu den Gelsen gelangen. Okay. Warum leuchtet der Karren so? Am Licht draußen. Sicher irgendwo wieder so geheime Knöpfe und alles. Aber der Part ist auch wieder vorbei. Schon? Beweg dein Hintern, Monster! Alter. Also fast. Das geht nicht weg, das Vieh. Nee. Jetzt, danke. Da jetzt. Achso, das Rote sind das Sessel. Okay. Da komme ich wohl nicht rein. Und? Warte mal. Was haben wir hier Schönes noch? Einer flog über den Korkenzieher. Wie toll. Trollbert, ne? Lass mich jetzt alleine. Ich muss noch... Ich muss Bären pflücken mit Sahne, oder was? Okay. Aber bitte mit Sahne. So. Ah, deswegen. Einer flog über den Korkenzieher. Einer flog über das Kuckucksnest, glaube ich. Das sind das jetzt Anspielungen? Ich bin jetzt alleine. Ich muss noch so viele Beeren pflücken. Sind das Anspielungen um du Jürgens? Einer flog über den Korkenzieher. Was? Wie toll. Ja, aber bitte mit Sahne. Ist ja von Udo Jürgens ein Lied, ne? Ja. Und einer flog über... Ich weiß nicht, ob das Lied Korkenzieher heißt nicht. Kuckucksnest vielleicht? Na, aber das mit Erdbeersahne, das ist schon komisch. Warte, ich muss dann Oscar nachschauen. Ich muss nachschauen. Kann doch Zufall sein jetzt. Da, also wenn das mit Korkenzieher auch irgendeine Art Lied ist, dann glaube ich nicht. So. Hoch, hoch die Wände. Runter, runter mit den lustigen Pillen. Wo war der jetzt? Der Schalter? Nein, im Raum. Wow, dankeschön. Aber wo genau das jetzt rumgegangen ist, war sehr ohne. Dankeschön für diese Weisheit. Aber ohne den sehe ich den Schalter wieder nicht wahrscheinlich, ne? Einer flog über den das Kopf. Kann ich dir nicht ihr sagen. Seid... Und ein Hüpfseil gesehen? Oh Gott, das will... So, noch hoch, einmal. Hoch die Wände. Von runter, ihm nach links rechts. Rüber. Nach links rüber. Wenn du ihn anguckst, nach links, ja. Aber das ist dann von dir aus links. Von ihm aus ist es rechts. Okay, ich lasse das dabei noch. Ich brauche das vielleicht nicht. Gut, Leute. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.